Ich bin auf dem Weg zum Unterricht. Ich weiß, es ist dunkel. Aber wir sind sehr wissbegierig und sind auf dem Weg zum Unterricht. Nein, ich hätte vorgehabt. Wollte gerne Quest machen mit dem Astronomieunterricht. Unterricht schon der Astronomie? Mal sehen, wie lange es dauert. Ich bin mal gespannt. Keine Ahnung, aber das gehört zur Hauptstory. Das hätte ich ganz gerne gemacht. Und wir haben hier noch so ein paar andere Quests offen. Würde ich eine davon machen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Unterricht so lange dauert. Wir werden es aber sehen. Manchmal war es kurz und manchmal war es doch recht lang. Das ist wie im wahren Leben. Entweder man pennt halt während dem Unterricht ein, dann ist kurz, oder man schafft es einfach nicht und dann zieht sich das halt 10 Jahre hin. Gefühlt. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was auf uns zukommt. Aber erst gehen wir zum Unterricht. Beziehungsweise erst streicheln wir die Katze und die andere Katze. Und ich habe gerade gesehen, da hinten in der Ecke war, glaube ich, noch eine Aufgabe. Vielleicht würde ich die annehmen und dann können wir das direkt nach dem Unterricht machen. Da bei dem Mädchen. Also, könnte ja vielleicht direkt reinpassen. Mal gucken. Die Katzen sind immer unterschiedlich. Sonst war hier manchmal so eine rötliche. Oh, kann ich eine Katze haben, die mir hinterherläuft? Das? Das? Okay, reden wir mal mit dem Mädchen hier. Könnte ich dich einen Moment sprechen? Ja, mit Sophronia. Sophronia? Sophronia? Sophronia. Reden wir mal mit ihr. Was ist ihr Problemchen? Kann ich helfen? Ich glaube ja. Ich bin übrigens Sophronia und ich brauche Hilfe von jemandem aus der 5. Klasse. Kennst Naja. du vielleicht Harrow Diana Byrne? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Aha. Wenn es jetzt so, wenn ich schon höre, Depulso-Meisterin. Es gibt ja dieses Accio-Duell. Gibt es auch noch ein Depulso-Duell, bei diese Accio-Duelle sind. Nee. Nee. Ihr wisst, wie ich mich da angestellt habe. Und es war nur die erste Runde. Da weiß ich gar nicht, wie viele Runden es noch gibt. Wenn Depulso sowas ähnliches ist, will ich es gar nicht wissen. Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Dann nehmen wir mal dafür die passende Antwort. Sie konnte bloß einen Zauberspruch gut? Kein Wunder, dass ich noch nie von ihr gehört habe. Hast du nicht richtig zugehört? Ich sagte, die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum Oh errichtet hat. Gott. Aber raffiniert wie Harrow Diana eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Ach. Was Drittklässler natürlich nicht lernen. Und du bist Drittklässlerin. Blitzmerkerin, Ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet. Ich würde es so gern sehen. Würdest du Harrow Dianas Gewand besorgen und es mir zeigen? Kann ich ihr nicht einfach den Zauberspruch beibringen oder macht man das, also darf man das nicht? Aber eigentlich könnte ich das doch machen. Und warum lernt man das Depulso erst in der 5.? Ja, man kann Leute damit wegschubsen. Ich finde, das könnte man auch als Erstklässler lernen, wenn man es jetzt so betrachtet. Wie konnte Harrow Diana Byrne denn mit Depulso so berühmt werden? Einst rettete sie Waisenkinder vor einem wilden Grabhorn, das sie über Stonehenge verbannte, im Süden Englands. Einmal hat sie einen zudringlichen schwarzen Magier bis nach Durmstrang verbannt. Aus den Alpen. Das ist vielleicht übertrieben, aber viele andere Geschichten über sie sind es nicht. Naja, sicher. Was ist denn mit Harrow Diana Byrne passiert? Später unterrichtete sie in Hogwarts, aber nur für kurze Zeit. Warum wohl? Offenbar gerade lang genug, um eine geheime Halle zu bauen. Dann verschwand sie eines Tages einfach. Manche sagen, sie hätte sich selbst verbannt, aber niemand weiß es sicher. Nervige Schüler. Ich würde sagen, ich tippe auf nervige Schüler, deshalb nur kurz unterrichtet und deshalb auch der Geheimraum. Ich finde, das ist eine ganz, ganz gute logische Erklärung. Sag mir, wo ich hin muss. Ich sehe mal, was ich tun kann. Geh einfach zur Halle von Harrow Diana am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dort findest du einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Harrow Dianas Gewand befinden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich etwas finde. Ich freue mich schon auf Harrow Dianas berühmtes Ensemble. Vielleicht kopiere ich es. Okay, wir haben jetzt die Aufgabe. Ich sollte nach der geheimen Halle suchen, von der Sophronia erzählt hat.
Klingt interessant. Ja, na, so interessant bin ich mir nicht ganz so sicher. Also Hallen sind immer interessant, klar, Räume. Machen wir nach dem Unterricht auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall nach dem Unterricht, aber erst zum Unterricht hier. Halle von Herodiana. Wir haben es ja angenommen. Wir haben es angenommen. Wahrscheinlich mache ich nachher eh wieder was Katze hatte ich. Was komplett anderes. Wir kennen es. Warum nach Plan vorgehen? Das ist doch langweilig. Einfach alles komplett durcheinander machen, damit man am Ende komplett verwirrt ist. Die Treppe ist an manchen Stellen kaputt. Sie wurden nicht so lange Balken. Alle Stufen. Und das ist ja noch immer so cool hier bei diesem Turm. Stellt euch mal vor, es würde wirklich... Okay, doch, so 3D kann man machen. Boah, wenn ich so viel Technik bei mir unterkriegen könnte. Hätte das schon was. Ach so, da ist ja mein Raum der Wünsche. Oh, Sir. Ist das... Ich verwechsel jetzt immer. Ist nicht Sir Nicholas, oder? Naja. Sieht so aus. Oder hat Ähnlichkeit. Sagen wir es so, hat Ähnlichkeit. Was ist das hier für ein Raum? War ich hier schon? Oh, Turm. Also da hinten ging es zum Unterricht, aber... war gerade verwirrt. Da ist noch eine Kiste. Dieser Piefs ist hier. Oh, ja. Zu langsam! Zu langsam! Hat es hier schon vor auch auf? Hier ist noch ein Mottenspiegel. Würde ich jetzt einen Mottenspiegel machen? Ablenkungen? Kann ich. Wissen wir alle. Hier erstmal nach oben. Wenn da Piefs scheinbar ist. Ganz im Hintergrund, ganz leise hat man ihn gehört gehabt. Das ist eine Eule, da ist was. Auch aber eigentlich nicht, dass hier oben ist. Schon geil, nicht? Ach doch, da. Ja, ich habe so eine Tafel gesehen, dachte ich erst, ich muss in den Unterrichtsraum. Ist hier noch was? Könnte man auch runter? Da steht jemand. Dann würde ich auch in den Astronomieunterricht gehen, wenn es so aussehen würde. Ja. So richtig cool. So richtig so. So halt. So. Diese Atmosphäre. Das wäre einfach... Oh Gott, was ist das hier für ein Schattenbug? Habe ich nicht gesehen. Habe ich einfach nicht gesehen. Jetzt aber zum Unterricht. Ich habe kurz Mottenspiegel gemacht. Da oben ist auf jeden Fall der Aussichtsturm. Muss ja zum Unterrichtsraum gehören. Den praktischen Teil. Ach, warum müssen wir Astronomie belegen? Das ist nicht mal Magie. Jetzt sitzen hier welche. Ich war hier eigentlich schon mal drin. Da waren hier keine Schüler. Onkel Roland würde nie weggehen, ohne Bescheid zu sagen. Du hast maßgeblich... Die Pinch Smedleys werden dich nun für immer als treue Verbündete und Freundin betrachten. Jetzt starten wir den Unterricht. Starten wir den Unterricht. Das ist mir zu viel soziale Interaktion sonst. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Mhm. Bei mir kommt der Grimm. Wie immer. Ich habe gedacht, die Bücher schweben. Ich habe gedacht, Astronomie. Meine Damen, Professor Shah, Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Ein Glück. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Ja, okay, deshalb war es da oben frei. Eigentlich war ich da schon mal. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer die Neue sein, ja? Teilen Sie
mit Mr. Takar. Das ist aber schon... Was für ein Glitch. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. Ich krieg die Krise, wenn ich sowas sehe. Ich glaube, da ist noch nicht was ganz so behoben bei dieser Quest. Fokussieren. Oh Gott. Ach so, okay. Ich habe gedacht, ich muss das Rad drehen. Fand das noch nicht scharf. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Oh. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Ja. Sie können gehen. Wie schnell sie aufgibt. Geil. Oh, hallo. Schön, dich wiederzusehen. Wir Ravenclaws müssen zusammenhalten. Oh, hallo, Amit. Schön, dich wiederzusehen. Habe ich Professor Shah richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Oh Gott. Wer hat denn zwei Teleskope? Das kann ich nicht tun, Amit. Du brauchst es vielleicht. Doch, wirklich. Ich brauche es nicht. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Mhm. Ich meine, natürlich hast du das. Total. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also, ich... Danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Auf mich wartet unten... noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Oh, was ich möchte etwas mit dir besprechen. Oh Gott. Oh Gott. Wir wollen immer alle Leute mit mir reden. Ich habe die Sternenbeobachtung möglichst lang aufgeschoben. Hat ja viel gebracht. Wie soll ich Sirius finden, wenn meine Hände zu kalt sind, um ein Teleskop zu benutzen? Der ist doch ein Hund, oder? Okay, hier stehen jetzt alle. Und... Im Unterricht. Mit ihr kann ich nicht reden, okay. Hat die Bücher umgestoßen? Upsi. Upsi, upsi. Lagerraum, also hier runter. Lagerraum unter der Plattform. Machen wir erstmal die wichtigen Dinge. Kafringo! Handbuchseiten. Kisten. Kann man nur drehen. Das? Aber das ist ja nur ein kleines, handliches Teleskop. Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Naja, wenn es ist wie heutzutage, man muss sich ja jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen. Oh, die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung, das muss man nutzen. Ja, und man muss es auch ausnutzen, sich scheinbar jedes Jahr ein neues Smartphone zu kaufen. Geld scheißen kann, kann Geld scheißen, nicht? Die perfekte Nacht für... Oh, hallo. Okay, das war nicht gerade sehr nett. Wer denkt, man braucht jedes Jahr ein neues Smartphone, okay. Aber wirklich besser werden die auch nicht. Also die Minimalprozente, wenn man es mal vergleichen würde. Ich mach's noch schlimmer, ich hör auf. Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunaskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Shah erzählt hat? Mhm. Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Gott. Gott. Ah, ich dachte mir schon, dass das Teleskop einen Haken hat. Nein, nein, ich wollte dich sicher nicht bestechen oder so. Ja, ja. Aber bist du dabei?
Ich muss vom ja. Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Ach. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Versprochen oder nicht? Na gut, dann begleite ich dich wohl. Ich hoffe, das ist es wert. Bestimmt. Vertrau mir. Ich habe so gut wie alles darüber gelesen. Das wird einfach großartig. Wollen wir? In der Zwischensequenz hatte man gerade auch so einen minimalen Bug bei den Wimpern. Ich sehe sowas. Es tut mir leid. Ich hör auf. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Bin ich ja jetzt hier hingekommen? Wir ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Warte. Hör dich sonst nicht, wenn du redest. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Koboldsteinclub ist feige. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Es war doch seine Idee. Warum soll ich denn vorgehen, wenn er hierher wollte? Was ist das denn für ein weirder Text? Da fehlt mir irgendwie noch so ein Sprachdialog. So, da fehlt noch ein Satz davor. Junge. Du wolltest hier hin. Irgendwie unheilvoll. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Unheilvoll. Oh, sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Wie erwartet hatte? Ich habe nicht erwartet, dass ich in einem eingeschlossenen Raum eine Badewanne finde. So, was wurde denn da bitte schön veranstaltet? Revelio. Erfahren wir es? Ja. Wir fanden es halt wirklich geil. Die eingesperrte... Nochmal. Ich muss das richtig machen. Die eingesperrte Badewanne. Diese Badewanne wird bereits seit eh und je unter Verschluss gehalten. Gerüchten zufolge wurde die Wanne vor Jahrzehnten verzaubert, um hinter Schülern herzujagen, die zu sehr mit ihrem Studium beschäftigt waren, um sich um die Körperpflege zu kümmern. Nee, ist kein gutes Gerücht. Einfach kein Bock. Sagen einfach keinen Bock. Hätte ich ja in dem Moment einfach mal gesagt. Muss da durch. Also. Hätte man bestimmt auch hochheben können. Aber ich mach doch Lumos. Lumos. Alles kaputt. Meine Spezialität. Ich mag diese Hand in dieser Box. Und da ist noch so eine Maske mit so einem kleinen Kerl. Cool. Aber auch diese Deko-Gegenstände. Auch genau mein Ding. Ich glaube, der Unterricht dauert hier aber ein kleines bisschen länger. Hier ist es wieder sehr nebelig, dass man nichts sieht. Was ist mit meinen Augen los? Das sind fluoreszierende Wimpern. Die hat nicht jeder. Das ist der neueste Schrei der Fake Lashes. An dem Punkt. Habt ihr schon nicht mehr gesehen. Warum sind denn heute so viele Bugs drin? So Grafiksachen. Sonst hatte ich das nicht an den Wimpern. War schon wieder ein Update. Confringo! Dann wird das heute, glaube ich, eine sehr kommentierte Folge. Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Seht ihr das? Oh nein, nicht so nah bei der Schule, Amit. Seht ihr das mit den Wimpern? Okay. Special Edition der Fake Lashes. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Man macht sich über niemand lustig. Jeder kann rumlaufen, wie er möchte. Alles wird toleriert. So, dann sage ich jetzt nichts mehr dazu. Da ist der Altar. Mhm. Ich lasse dir den Vortritt. Na los, versuch es mal. Danke. Was soll ich denn machen? Mein Teleskop rausholen? Ja. Ein Teleskop rausholen. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen.
In der Mitte, ja. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Ah. Ah, okay. Verstehe. Genau. Beim Sterngucken geht es um Geduld und Präzision. Geduld habe ich nicht. Ilaya. Oh Gott, Ilaya. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meinen Memoiren erwähnen. Wie du meinst, Amit. Wie du meinst. Wart's nur ab. Ich werde dich mit dieser Aussage zitieren. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Oh Gott. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronomen entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig, danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Oh, es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Du musst dich mit. Das war jetzt die Folge. So, okay. So ein Ding habe ich schon mal irgendwo gefunden gehabt auf dem Schulgelände. Da habe ich mich nämlich gewundert, was mir fehlt. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Was für ein Anblick. Was für ein Anblick. Dann würde ich aber sagen... Gehen wir erstmal zurück. Kann ich hier runter? Doch. Bin nämlich hier draußen. Warum war das so eine komische Schnellreise dahin? Bin ich denn ja hier? Ich bin noch in der Nähe von Hogwarts. Verstehe ich nicht. Warum wir da nicht hingelaufen sind, wie sonst auch. Sondern warum es da so ein Ladebildschirm gab. Naja, nicht hinterfragen. Los. Laufen wir zurück. Ich laufe hier so ein bisschen lang. Stufe 2, weil ich ja eigentlich diese Demigeister noch finden muss. Das ist alles Stufe 2. Vielleicht gibt es ja einmal Stufe 1. Sie hat es auch manchmal gesagt. Das fand ich ein bisschen schade. Die Sache mit den Demigeistern. Wenn ich quasi neben einem Haus stand und da scheinbar so ein Skulptur drinne stand. Skulptur ist richtig, oder? Das ist nämlich auch manchmal gesagt. Und dann kam ich da aber nicht rein, weil es, oh Gott, Stufe 2 war. Das habe ich gar nicht ausgerüstet, oder? Nee. Ich habe meinen Unsichtbarkeitszauber nicht ausgerüstet. Holen wir uns die Kiste. Art Münzen haben oder nicht haben. So viel dazu. Hier für eine Info mal eingesammelt. Aber auch keine. Hier war ich noch nie. Bistum. Hinter mir. Versprochen. Es war ein Unfall. Geil. Es war ein Unfall. Das nimmt dir eh niemand ab, mein Lieber. Was ist das hier? Was ist das hier denn? Penetrante Passage. Die beschafften verdorbenes Fleisch und keiner sagt was. Aber ein übles Lüftchen hier und es gibt einen Aufschrei. Okay, also hier riecht scheinbar alles ganz penetrant. Hier ist auch ein Mottenspiegel. Lumos. Das war doch da hinten. Oh, bitte achten Sie auf die. Ich wollte eigentlich jetzt zur nächsten Aufgabe laufen und dachte, wir laufen mal dahin. Weil auch weniger hier los ist und dann weniger man vollgequatscht wird.
Und dass wir nebenbei diese Sachen sehen, weil eigentlich möchte ich die Schlüssel sammeln. Wie viele Mottenspiegel gibt es eigentlich? Ah, eine Menge. Und da wir jetzt auch noch diese Teleskopgeschichten haben, wir haben ja auch noch die Schmetterlinge, obwohl die wahrscheinlich eher draußen sein werden. Das ist ja schon nicht wenig. Sagen wir es so, nicht wenig. Ach, hier bin ich. Okay. Ist auch eine Kiste da hinten. Die Kleine ist jetzt Lehrerin. Und da auch. Auf nochmal zu der Aufgabe. Ob wir die Aufgabe dann heute noch machen, weiß ich nicht, aber wir laufen mal dahin. Irgendwie gibt es ja so viele Sachen, die ich nicht gemacht habe. Kurios. Einfach kurios. Ah, ich aber. Hinten ist doch dieser Schrank. Genau. Gehen wir mal zur nächsten Quest. Ist ja alles gar kein Problem. Eine von unten nach oben. Diese Demigeister brauche ich halt. Und die gibt es hier bestimmt auch noch ein paar. Fangen wir hier unten an. Hier kriege ich Erscheinungsbilder oder wir suchen uns was raus, was was Cooles ist. Im Schatten der Blutlinie. Sebastian. Auch mit Sebastian gibt es ja immer so ein bisschen... Hm? Wir machen keinen Scheiß, sagen wir es so. Dann sagen wir so, wir machen hier überhaupt keinen Scheiß. Ich würde sagen, wir machen von unten nach oben. Nebenquest ist okay. Wo müssen wir denn hin? Wir sollen erstmal mit dir sprechen. Laufen wir mal zu ihr. Schon so eine Quest, die ist schon wieder ein bisschen eskaliert. Ach, die ist gleich da unten. Gar nicht weit weg, muss sie nicht schlafen. Doch abends. Wieso schlafen die Leute hier nicht? Oh, ich mag die Halloween-Deko. Die hat was. Ist eigentlich noch was? Was? Revelio. Ich habe gerade gedacht, da wäre was auf dieser Zettel aufgetaucht zum Einsammeln, wie sonst auch. Wie sonst auch, kann man an den Springbrunnen? In den Höfen? Die habe ich gleich noch nie abgesucht, oder? Ich glaube nicht, aber da wäre unsere Zielperson. Die auch gleich ansprechen, beziehungsweise in der nächsten Folge ansprechen. Ich muss da warten, deshalb. Ich muss da warten. Bin schon gewundert. Katze? Oh, geil! Das ist ja eine richtige getigerte Katze. Die sehe ich zum ersten Mal. Die sehe ich zum ersten Mal. Geil. Eieiei. Mein Ausdruck für sowas. Eieiei. Stufe 1, da komme ich rein. Ich will auch mal irgendwo so. Jetzt können wir da mal einbrechen. Ich sag euch, wenn da nichts Sinnvolles ist. Auch den Zauberspruch nicht. Es geht ja auch so. Oh, hätte ich mich dafür eigentlich unsichtbar machen sollen? Wahrscheinlich schon. Ist ja kein Ding. Mir wird schon nichts passieren. Einfach nur mal gucken. Einfach nur mal gucken. Es wird ja eigentlich auch so rot, wenn man irgendwo nicht lang soll. Dachte ich. Immer. Wingardium Leviosa. Achso, ich brauche das andere. Levioso. Ich brauche Levioso dafür. Okay. Danach machen wir aber die Mission. Danach. Man muss auch mal gegen die Regeln verstoßen. Wir waren heute schon im Unterricht. Wir müssen hier auch mal ein bisschen andere Dinge unternehmen. Sagen wir es so. Ich habe hier einfach keinen Platz. Was soll ich denn das hier machen? Unsichtbar bin ich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr selten. Also ich könnte mir noch den vierten Stack holen. Das ist mehr so. Die drei sind eigentlich schon zu viel. Das eine brauche ich eigentlich auch nur für die Tierwesen. Es wird sonst auch sehr anstrengend, weil man die ganze Zeit wechseln muss. Finde ich. Finde ich. Ansichtssache, na klar. Mehr gibt's hier nicht. Mehr gibt's hier nicht.
Dafür habe ich die Tür geöffnet. Er macht mich fertig. Lumos. Er macht mich fertig. So, jetzt muss ich mich echt wieder hier den Stack umwechseln, damit ich wieder sichtbar werde. Vielleicht lass mich erwischen. Irgendwie so ein bisschen. Was war das nochmal? Filipendo. Ja. Muss man herausfinden, mit welchen Sachen. Aber mich kämpft mit denen hier eigentlich mit ein bisschen am liebsten. Eisblock ist auf jeden Fall sehr praktisch. Finde ich. Eisblock ist schon praktisch. Wo jetzt war dieser unsichtbare Zauber? Ich muss mich wieder zurückverzaubern. Nein? Sag ich doch, ich vertausche immer meine Zauberstacks, die ich so habe. Okay, Leute. Aber, weil das hier bestimmt gleich ausartet, weil ich irgendwas wahrscheinlich suchen soll, ich kenne doch mein Glück. Immer in dem Moment, wo ich sage, yo, die Folge macht mir noch mit, das ist dann immer so ein Ein-Stunden-Ding, auch wenn es eine Nebenquest ist. Das hatte ich letztens auch. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich bin gespannt, was die Gute möchte. Es war mir wie immer ein zauberhaftes Blumenpflücken. Ciao.